Die Amerikaner stehen vor der Wahl. Zeit für einen ganz persönlichen Blick auf das Land und seine Menschen. Auf meiner Reise treffe ich Ghettobewohner, Menschen, die ihre Häuser verloren haben, aber auch New Yorker Superreiche und texanische Waffenlobbyisten. Eine filmische Momentaufnahme, ehrlich und ungeschminkt. Das Weiße Haus in Washington, der Regierungssitz der Vereinigten Staaten von Amerika. Hier wird in wenigen Wochen der neue Präsident einziehen. Doch laut Umfrage misstrauen 3/4 aller Amerikaner ihrer Regierung. Ein neuer Deal muss her und darauf setzen die Wähler 2016. Die Amerikaner wollen ihr Amerika zurück. Doch sie trauen es ihr nicht zu. We are stronger together in meeting the challenges of the future. Und sie trauen es auch ihm nicht zu. We will make America great again. God bless you. Beide Kandidaten spalten das Land. Meine Reise führt mich nach San Francisco. Versuch, einen kurzen Blick in die amerikanische Seele zu wagen, führt zu einer der renommiertesten Universitäten der Welt, nach Berkeley, der University of California. Es werde Licht, ist der hoffnungsvolle Slogan der Uni. Hier bin ich mit einem der Stars unter den führenden Köpfen der Politikwissenschaften verabredet, Professor Robert Reich. Er war Bill Clintons Chefberater in wirtschaftspolitischen Fragen und anschließend sein Arbeitsminister. Wenn die Menschen in Amerika zur Wahl gehen, dann haben sie eigentlich nicht wirklich eine Wahl. Ich habe vor ein paar Tagen darüber nachgedacht. Es gibt eigentlich nur links oder rechts. Leider nicht ganz. Es gibt noch nicht einmal mehr links oder rechts. Früher war das mal so. Sie waren entweder ein Demokrat und glaubten an eine gesellschaftlich gerechte, faire Umsetzung der Politik, oder sie waren Republikaner und vertrauten den sogenannten freien Märkten. Aber nein, heute sind sie entweder pro oder anti-Establishment, Outsider oder Insider. Bill Clinton sagte kürzlich in einer Rede, die jetzige Regierung und auch der Präsident malten ein unrealistisches, ein viel zu positives Bild von Amerika. Und die Bevölkerung fragt sich zunehmend, wieso ihr Leben so anders ist. Sie empfinden sich nicht mehr als Teil dieser Gesellschaft. Würden Sie das bejahen? Ich denke zunächst, dass Barack Obama einen wunderbaren Job gemacht hat, diese Wut unter Kontrolle zu halten, in so einer schwierigen Zeit. Er hat es geschafft, trotz aller Frustration Haltung zu bewahren. Und das ist sehr wichtig für einen Präsidenten. Allerdings, wenn er mit einem Amerika prahlt, dem es wirtschaftlich immer besser geht, in dem der Wohlstand ständig steigt und die Menschen zusammenhalten, da kann ihm dann kaum noch jemand folgen. Ein Konflikt? Viele Amerikaner sagen, halt, stopp mal, mir geht es wirtschaftlich nicht besser und die Leute um mich herum kämpfen auch alle. Und aus dieser Quelle entspringt dann die Diskrepanz, die Sie erwähnen, diese Wut über die herrschende Klasse. Genau dort grätscht Donald Trump rein. Trump ist die Kehrseite aller Tugenden, die Obama mit sich bringt. Eine Kehrseite hat auch die ehemalige Industrie- und Hafenstadt Baltimore. Baltimore ist die größte Stadt im reichsten Bundesstaat Amerikas, in Maryland. 63% der Einwohner sind Schwarze,
deren durchschnittliches Einkommen nur halb so hoch ist wie das der Weißen. Es ist die Stadt der traurigen Rekorde. Hi. Wo geht's hin? Können Sie mich zum Freddie Gray Memorial fahren, bitte? Aber gerne. Ist es weit? Nein, es ist nicht weit. 3 bis 5 Kilometer. Verstehe. Interessant, woher wissen Sie das mit Freddie Gray? Sind Sie aus Baltimore? Nein, aus Deutschland. Oh. Und wir alle haben die Bilder der Unruhen in den Nachrichten gesehen. Oh. Die Krawalle in Baltimore waren die Reaktion auf Willkür und Gewalt, die von der Polizei gegen Schwarze ausging. Schon wieder ein Toter. Und schon wieder wurden die Polizisten, die den Tod des jungen Freddie Gray zu verantworten hatten, freigesprochen. Zorn und Wut entladen sich auf der Straße. Wie heißen Sie eigentlich? Ich heiße Kwesi Finn. Kwesi. Ah, ich bin Markus. Schön, Sie kennenzulernen. Gleichfalls, danke Ihnen. Ich bin aus Ghana. Wann sind Sie aus Afrika weg? Und wohin eigentlich? Oh, ich bin schon etwas älter. Ich habe Ghana mit 21 Jahren verlassen. Das ist lange her. Als erstes bin ich nach Deutschland gegangen, nach Hamburg. Oh ja. Sie haben in Deutschland gelebt? Ja, das habe ich. Ich sprach in Deutsch. So for how long? Wie lange? Für 2,5 Jahre war ich da. 2,5 Jahre? Ja. Wo genau in Hamburg? In Latin Camp. Latin Camp. Latin Camp. Latin Camp. Latin Camp. Latin Camp. Bei der Salvation Army im Hostel. Heilsarmee. Heilsarmee, ja. Ich habe Ghana mit $50 in der Tasche verlassen. 50? 50. Sie haben Ihr neues Leben mit $50 angefangen? $50, ja. Alle wollten damals nach Amerika. Alle wollten damals nach Amerika. Ja, wir wollten alle nach Amerika. Ich hörte, dass die Menschen hier glücklich sind. Die hatten tolle Geschichten zu erzählen, dieses Hippie-Leben und all das. Auch Baltimore war einmal ein Sehnsuchtsort für Einwanderer. In Deutschland sagen wir immer, alles ist möglich in Amerika. Wer es wirklich will, der schafft es in Amerika vom Tellerwäscher zum Millionär. Stimmt das oder ist es nur ein Traum? Ja, in Amerika ist das möglich. Es ist aber auch ein Märchen, der nur Einzelne schaffen es. Es ist nur ein Teil der amerikanischen Realität. Kwesi fährt uns immer tiefer rein in die Ghettos von Baltimore. Baltimore wurde 2015 von der US-Drogenaufsichtsbehörde zu Heroinhauptstadt Amerikas gekürt. Das sieht für mich nach einer No-Go-Area aus, auch für die Polizei. Wovon leben die Jungs hier eigentlich? Die haben alle nichts zu tun. Die sitzen und warten auf Ware, auf Drogen. Das ist eine üble Ecke hier. Und wenn sie Weiße im Taxi sehen, denken die automatisch, es sind Kunden auf der Suche nach Drogen. Ist es wirklich gefährlich hier? Es ist extrem gefährlich. Hier kann alles passieren. Was denn? Oh, ganz einfach, eine Schießerei auf der Straße. Kwesi erklärt mir, dass Turnschuhe an der Ampel die Reviere der Gangs markieren, die hier längst das Kommando übernommen haben. Ohne ihn würde ich hier nicht aussteigen. Die Häuser stehen alle leer. Ja, alle Häuser stehen leer, alle zugenagelt. Früher lebten hier Familien. Hier haben mal ganz normale Leute gelebt. Silver Magic Ships.
Quesis Amerika findet normalerweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. She could hardly pay the rent. It's been a long time coming, but I know the change gonna come. Ich treffe Kira. Sie ist hier aufgewachsen und im fünften Monat schwanger. Kira lebt mit ihrem Verlobten im Ghetto von Baltimore. Ihr Kind soll es einmal besser haben, sagt sie. And I'm afraid to die. Why? I don't know what's out there. Yeah, yeah. Beyond the sky. Kira und ihr Mann laden mich in ihre 35 Quadratmeter Wohnung ein. I'm fine, I'm fine. How are you? I'm okay. Yeah. I'm good. Come on inside. Kommen Sie rein. Change is gonna come. Wie hoch ist Ihre Miete? Ich zahle 800, da ist alles drin. $800? Aber alles ist mit drin. TV, Wasser, Strom, eine Rechnung nur. Es ist trotzdem viel. Das stimmt. Wie hat sich Ihr Leben, wie hat sich dieser Stadtteil von Baltimore in den letzten Jahren verändert? Was war hier los mit Freddie Gray und den Unruhen? Freddie Gray, das war alles verrückt. Die ganzen Leute, die mit ihren Handys gefilmt haben, wissen Sie, die alles ins Netz gestellt haben und rund um die Uhr alles aufgenommen haben. Das war schon extrem, weil es so direkt vor deiner Nase war, wissen Sie? Jeder war plötzlich Reporter. Aber wissen Sie, diese Polizeigewalt, die gab es schon immer tagtäglich. Jedes Jahr ist die Mordrate extrem hoch. Es ist verrückt. Hier wird ja kein einziger Mord aufgeklärt. Dieses Jahr ist schon ein schreckliches Jahr. Wie jedes Jahr. Allein letztes Wochenende gab es hier 20 Morde. Ja, es gab genau 22 Morde letztes Wochenende. Was haben Ihnen Ihre Eltern als Rat mitgegeben? Komm nicht ins Gefängnis. Meine Mutter hat viele Jahre gesessen und mein Bruder wird den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen. For how long? Wie lange? Mein Bruder hat 25 Jahre vor sich. What for? Warum? Es war... Ich denke, er sitzt hauptsächlich wegen Kindesmissbrauch und sowas. Und da waren auch noch andere Straftaten. Er war Gangmitglied, kriminelles Milieu und so. Die Richter haben das dann alles zusammengezogen. Und meine Mama, die saß 19 Jahre im Knast wegen Drogen und Raubüberfällen. Da waren Sie noch sehr jung. Ja, ich hatte mein ganzes Leben keine Mama. Sie ist jetzt erst wieder aufgetaucht. Dominik ist als Pflegekind im Ghetto aufgewachsen, hat seine Eltern nie kennengelernt. Dominik, was denken Sie über die kommenden Wahlen? Wählen Sie überhaupt oder ist Ihnen das egal? Spielt es für Sie irgendeine Rolle, wer der nächste amerikanische Präsident ist? Ich denke, es ist vollkommen egal. Vollkommen egal. Wir haben ja bloß diesen PR-wahnsinnigen Trump. Und wir haben Hillary. Als Schwarzer bin ich geradezu gezwungen, Hillary zu wählen. Donald Trump, mein Präsident? Bloß nicht. Ich will Donald Trump nicht. Der war in einer TV-Serie ein paar Jahre zuvor und jetzt soll er mein Land regieren? Nein. Nein, ich nehme lieber Hillary. Da ist wenigstens Bill nicht weit. Er ist zumindest im Haus, verstehen Sie? Aber das Volk ist so bekloppt. Die ganze Welt ist ein einziger Beliebtheitswettbewerb. Mit all den sozialen Medien. So hat der Typ tatsächlich eine Chance zu gewinnen. Wir haben über Gewalt gesprochen. Besitzen Sie eine Waffe? No. I would like one. Nein. Aber ich hätte gerne eine. Aber so wie das momentan ist, man ist schnell tot. Die Polizei erschießt Leute einfach. Ich habe das Gefühl, das ist eine Falle. Wissen Sie, was ich meine? Ja, wir haben Staaten, da ist es legal, mit einer Waffe rumzulaufen. Aber so blöd soll ich sein? Ich bin schwarz und 1,95 Meter groß, verstehen Sie mich?
Nehmen wir mal an, das wäre hier legal. Die Polizei würde mich als großen schwarzen Mann anhalten. Ich trage eine Waffe, die bekommen Panik. Groß und dann noch mit Knarre, das ist so, als würde ich es wollen, erschossen zu werden. Das sieht so aus, als wollte ich erschossen werden, verstehst du? Dann haben die einen Grund. Was wünschen Sie sich für den Jungen? Er soll viel Sport machen, am besten die ganze Zeit, nur damit beschäftigt sein, nicht auf der Straße rumzuhängen, auch wenn das unsere Nachbarschaft ist. Das ist der einzige Weg, ihn permanent zum Sport zu schicken. Und er braucht uns als gute Vorbilder, wie alles, es fängt bei uns an. Ich hoffe, dass wir ihm gute Eltern sind, damit er lernt, meine Eltern machen sowas nicht. Das haben sie mich nicht gelehrt und das soll ich nicht tun. Also lasse ich das. Ich sage einfach nein. Wer hat Ihre Ausbildung finanziert? Mein Vater hat mir geholfen. Ist er deshalb nun verschuldet? Das würde ich nicht sagen. Mein Vater zahlt und meine Großmutter und ich zahlen auch die Schulden ab. Ihr Vater ist bestimmt sehr stolz auf Sie, weil Sie erfolgreich und unabhängig sind. Er ist stolz. Von allen Geschwistern bin ich die Erfolgreichste. Ich habe noch einen 15-jährigen Bruder, der wird es bestimmt auch schaffen. Mein Vater ist sehr stolz auf mich. Es war nicht immer einfach, aber jetzt ist er stolz. Ich kann das nachvollziehen. In den USA gibt es so viele Menschen mit Schulden. Ja, Schulgebühren sind kein Spaß hier. Das ist doch mit Sicherheit eine große Belastung für alle. Wie machen die das? Das ist doch wirklich mühsam. Wenn du nicht pünktlich zahlst, ziehen sie es dir direkt vom Gehalt ab. Also entweder kriegst du das hin oder du bekommst einen Vollstreckungsbescheid. Es ist mir beinahe passiert, ich konnte mich aber noch einigen. Ich dachte, dass mein Vater und die Großmutter mein Schulgeld bezahlen. Aber da hatte ich mich geirrt, da waren noch mehr Schulden. Also zahle ich die jetzt alleine ab, weil, weißt du, nichts im Leben ist umsonst. Ist dieses Amerika von heute eine Art Illusion, eine Luftblase? Wenn man die Wirtschaft nur an der Arbeitslosenstatistik misst oder am Bruttosozialprodukt oder ihrem jährlichen Wachstum, das sich verlangsamt hat, aber immer noch stetig weiter steigt, dann könnte man denken, die amerikanische Wirtschaft ist gesund, zumindest besser als die meisten anderen Länder. Aber wenn Sie dann mit den Menschen sprechen und fragen, wie sie ihre Situation einschätzen, dann merkt man schnell, wie viel Angst sie haben, wie viel sie sich Sorgen um ihre Zukunft machen. Sie fühlen sich so, als wäre das gesamte Wirtschaftssystem gegen sie, als wäre es manipuliert. Auf der einen Seite des Martin Luther King Boulevards in Baltimore lebt die bessere Gesellschaft. Auf der anderen ist die Armut zu Hause. Überleben ist hier die Hauptbeschäftigung. Hier leben Menschen? Ja, hier leben sie. Das ist deren Zuhause? Ja. Hi. How are you? Wie heißen Sie? Lenny, ich heiße Markus. Dürfte ich ein Foto von Ihnen machen? Ist okay? Okay. Leben Sie das ganze Jahr hier? Ja, das ist mein Zelt. Ich lebe hier inzwischen seit einigen Jahren. Warum denn ausgerechnet hier? Warum hier? Ich mag die leichte, ständige Brise der Autos. Das ist angenehm bei dieser hohen Luftfeuchtigkeit und Hitze. Aber es stinkt und es ist laut. Ja, aber laut ist es doch überall. Es gibt sogar Menschen, die zahlen für Geräte, die dieses Geräusch nachahmen zum Einschlafen. Die müssen das kaufen. Du kennst die Dinger, richtig? Sind Sie glücklich? Ja, ich bin glücklich. Ich würde sogar sagen, ich bin zufrieden. Ich habe gelernt, diesen amerikanischen Traum gibt es nicht. Du kannst ihn nie leben und wenn du ihm nachrennst, wirst du niemals glücklich. Würden Sie das hier als Lebensstil bezeichnen? Ja, das ist mein Lebensstil. Sie sind also aus freien Stücken hier? Ja, mein freier Wille. Ich könnte auch anders, wenn ich wollte. Obdachlosigkeit bedeutet auch, nicht mit der Realität verbunden zu sein. Das habe ich so gewählt. Funktioniert aber nicht für jeden. Werden Sie zur Wahl gehen?
Ja, ich bin ein stolzer, registrierter Wähler. Und wen werden Sie wählen? Die Präsidentenwahl. Ich bin noch unentschlossen. Ich sehe es kommen, dass es Trump wird. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ist es denkbar, dass Sie Trump wählen? Ja, das ist möglich. Trump hat Geschäftssinn. Dem traue ich zu, dass er Amerika wieder auf Spur bringt. Aber ist das immer noch Ihr Amerika, so wie Sie glauben, dass Amerika sein sollte? Ja, das ist mein Amerika. Vielleicht gefällt Ihnen nicht, wie ich mein Leben lebe, aber ich habe das gottgegebene amerikanische Recht, so zu leben, wie ich das möchte. Das ist mir wichtig. Das ist das, was Amerika für mich bedeutet. Dass ich mein Leben so leben kann, wie ich es will, egal ob es Ihnen gefällt oder nicht. Ja, das ist mein Amerika. Lennys American Spirit werde ich so schnell nicht vergessen. Was ist an dem Tag passiert, als Freddie Gray festgenommen wurde? Hat er hier gewohnt? Ja, genau hier. Warum ist er in diesem Polizeiauto gestorben? Was hat die Polizei mit ihm gemacht? Also bei der Polizei gibt es sowas wie einen wilden Ritt. Wenn sie dich bestrafen wollen, packen sie dich in den Transporter, ohne Handschellen, schnallen dich auch im Laderaum nicht an und schleudern dich während der Fahrt zur Wache ordentlich herum. Du knallst im Laderaum hin und her und verletzt dich schwer am Kopf und am Rücken. Sowas ist sehr brutal. Glauben Sie, dass es so war? Ja, das denke ich. Weil es üblich ist, dass die Polizei so etwas hin und wieder macht? In den meisten Fällen, wenn die Polizei jemanden aus dem Ghetto verhaftet, dann machen sie das so. Der Polizei macht das Spaß, wissen Sie? Hier ist das Freddie Gray Memorial. Wir können aussteigen und Fotos machen. Freddie Grays völlig sinnloser Tod durch Polizeiwillkür machte weltweit Schlagzeilen und wurde zu einem weiteren tragischen Symbol. Mehr leider nicht. Die Jungs sagen, da an dieser Ecke haben sie ihn verhaftet, da wo das blaue Graffiti ist. Ich habe das Gefühl, sogar während wir hier herumlaufen, es gibt diese Spannungen immer noch. Da brodelt etwas unter der Oberfläche. Oh ja. Ja, die Menschen haben eine große Wut. Es gibt nur illegale Geschäfte hier mit Drogen. Die Drogenbarone, die alles kontrollieren. Die Leute, die vor ihren Häusern sitzen, die warten auf Kundschaft. Das ist das einzige Geschäft, das hier floriert. Drogen. Es gibt keine Fabriken, es gibt keine Geschäfte. Hier gibt es noch nicht einmal einen Supermarkt. Man nennt dieses Ghetto auch Wüste. Supermarktwüste. Das stimmt. Hier gibt es nichts. Keine Bank, kein Supermarkt. Keine Bank, keine Lebensmittel. Einen Laden gibt es weit entfernt. Aber hier findest du nur Pfandleihhäuser. So funktioniert das hier. Mehr gibt es nicht. Hi. Die Reporter sind längst wieder weg. Doch die Menschen hier leben weiter gefährlich. Jeden Tag kann ihnen etwas zustoßen. 22 Morde allein an einem Wochenende, mitten im Wohngebiet. Wir kommen aus Deutschland. Deutsches Fernsehen. Die Menschen im Ghetto haben es schwer, Arbeit zu finden. Allein die Adresse ist schon stigmatisierend. Haben Sie sich das so vorgestellt? Ja, wir haben ein bisschen was davon gehört. Woher sind Sie? Wir sind aus Deutschland. Klasse, willkommen in den USA. Danke. Cool, cool, cool. Aber ich frage mich gerade, wie Sie es bis hierhin überlebt haben. Dokumentation oder was? Über Schwarze? Nein, nicht nur über Schwarze. Wir machen einen Film über die Stimmung vor den Wahlen. Ah, das ist das Geilste, was ich je gehört habe. Das ist meine Maus. Ja, wirklich, jung und schwarz zu sein in Amerika ist ziemlich hart. Ich habe einen Sohn und eine Tochter und ich habe Angst um meinen Jungen. Der ist erst 6. Aber der wird älter und eines Tages wird er ein Mann sein. Ich habe wirklich Angst um ihn. Ach, das wird schon. Warum? Ich denke, dass schwarze junge Männer zur Zielscheibe geworden sind. Die wollen nicht, dass wir aufsteigen. Und wissen Sie, dieser Freddie Gray, da sterben jeden Tag Menschen in diesem Ghetto, wissen Sie? Ich kannte ihn.
Wäre er nicht tot, keiner würde sich für ihn interessieren. Das stimmt. Er wäre der, der er war, mehr nicht. Wie war er? Er war ein guter Mensch, nie respektlos. Das Ghetto von Baltimore bekommt langsam ein Gesicht durch die Geschichten der Menschen. Gerald kommt mir entgegen. Auch er will wissen, was wir hier eigentlich wollen. Haben Sie Freddy gekannt? Nein, also als er getötet wurde, da war ich noch im Knast. Sie waren im Gefängnis? Ja, als Freddy ermordet wurde. Bis letztes Jahr habe ich gesessen. Für 40 Jahre, 7 Monate und 2 Tage. 40 Jahre Knast? 40 Jahre, ja. Dein ganzes Leben? Mein ganzes Leben. Warum so lange? Es war ein Fehler im Bewährungssystem. Werden Sie zur Wahl gehen? Wissen Sie, ich wähle wohl Hillary. Dieser Donald Trump ist unberechenbar, deshalb bevorzuge ich Hillary, verstehen Sie? Besonders jetzt, wo sich die Dynamik in der Politik ändert. Wen wählen Sie eigentlich, wenn Sie zur Wahl gehen? Wenn ich wähle, ich denke, dann wähle ich... Frau Clinton? Nein, ich wähle Donald Trump. Tatsächlich? Ja, Donald Trump. Der wird ein unbestechlicher Präsident, weil er schon reich ist. Viele Amerikaner fühlen sich im Stich gelassen von ihrer eigenen Regierung. Die Reichen immer reicher, die Arbeiter so arm wie nie. Wenn Sie sich in den wohlhabenden Zirkeln Amerikas aufhalten, eine Elite-Universität besuchten, Ihre Eltern auch schon immer gut vernetzt waren und Sie dann auch, und natürlich wegen ihrer sehr guten Ausbildung, dann stehen ihnen alle Möglichkeiten offen. Das System funktioniert für sie sehr gut. Wenn sie in der Hightech-Branche hier in San Francisco oder an der Wall Street arbeiten oder ein erfolgreicher Geschäftsmann sind mit allen Sicherheiten, was für eine wunderbare Welt der Möglichkeiten steht ihnen offen. Wenn Sie in diesem Amerika reich sind, dann stehen Ihre Chancen gut, dass Sie niemals mit einkommensschwachen Amerikanern in Kontakt kommen werden. Sie haben Ihr eigenes Flugzeug und leben in reichen Wohngegenden. Sie haben nur reiche Freunde, Sie gehen in Privatclubs. Wenn Sie reich in Amerika sind, müssen Sie sich die Armut anderer nicht ansehen. Andererseits, wenn Sie arm sind, leben Sie in einer armen Wohngegend, einer von Armut geprägten Stadt oder Region. Ihre Chancen stehen sehr gut, dass Sie nur andere Arme sehen. Wenn Sie so aufwachsen, sehen Sie nichts, was erstrebenswert ist. Sie erleben keine Vorbilder, die es tatsächlich geschafft haben, aus dieser Armut auszubrechen. Keine Inspiration? Keine Inspiration, weil es schlicht unmöglich ist. Die frühere Arbeiterklasse bzw. zunehmend auch die untere Mittelklasse lebt ebenfalls in Ghettos. Abgeschnitten von allen, die anders leben als Sie. Manhattan, hier ist das reiche Amerika zu Hause. Der Börsencrash von 2008, längst vergessen. Damals, als die Lehman-Banker mit Pappkartons unter dem Arm ihre Geschäftsräume verließen. An der Wall Street läuft alles wie geschmiert. Im Central Park treffe ich Sandra Navidi. Sie ist Finanzexpertin, geboren in Mönchengladbach und bewegt sich in den obersten Kreisen des Geldadels. Funktioniert das noch, dieser Club der alten, grauhaarigen Männer? Hat der wirklich noch Kraft? Oder haben die auch das Gefühl, wenn wir uns nicht verändern, dann werden wir verändert? Ja, dieses Gefühl haben diese alten weißen Männer. Das sagen ja auch Leute aus der Finanzwelt. Sie haben Angst, die Mistgabeln kommen. Es gibt Milliardäre, die das schon angekündigt haben. Und Paul Tudor Jones, ein bekannter Hedgefonds-Milliardär, hat gesagt,
im Grunde genommen haben wir hier Feudalismus. Ich bin Ultrakapitalist, aber ich kann das nicht mehr gutheißen. Irgendwann kippt das System und wir können nicht vorhersagen, was eine Revolution bewirken wird. Das ist meistens ein unvorhergesehenes Ereignis. Und diese Leute haben alle Landebahnen in Neuseeland und Farmland in Australien und Kanada, Wälder und so weiter. Das haben die schon. Also diese Leute sehen das auch, aber diese Netzwerke, wenn da nicht Druck von außen kommt, die sind so mächtig, die werden immer weiter bestehen bleiben. Das heißt, die haben Angst? Die haben Angst, die sind natürlich irgendwo auf der sicheren Seite, aber es ist auch nicht ihre Vision von einer schönen Welt, wo man sich irgendwo zurück verbarrikadieren muss. Gut, aber Sie haben es doch in der Hand, das zu ändern. Also Sie sind doch das System. Ja, aber ich denke, sie sind auch gefangen im System, in ihrer eigenen Persönlichkeit. Niemand wird kommen und sein ganzes Geld verschenken. Also einen modernen Extrem-Robin Hood haben wir nicht. Aber George Soros hat über die Hälfte seines Privatvermögens hat er weggegeben für gute Zwecke. Oder Bill Gates ja auch. Es gibt ja auch jetzt diesen Milliardärsclub von Bill Gates gestartet, wo Milliardäre, da hat er schon ein paar Dutzende, die ihr Vermögen dorthin verpflichtet Warren Buffett abgeben. Und andere, genau. Ja, wo man sich verpflichtet, sozusagen die Hälfte des Vermögens zu spenden. Wie reden die über die Konzentration von so viel Geld in den Händen von so wenigen? Ihnen ist das Problem durchaus bewusst. Die sehen das und die wissen, dass das gefährlich ist. Wenn man mit Leuten spricht, speziell in den Ghettos auch von Baltimore oder so, dann hat man das Gefühl, da ist wirklich was kaputt gegangen. Der Satz, den man immer wieder hört, ist, wen wir wählen, wer da Präsident wird jetzt irgendwann, das spielt für uns überhaupt keine Rolle. Das heißt, da ist eine ungeheure Distanz zwischen denen da unten und denen da oben. Würden Sie das bestätigen? Ja, absolut. Also ich würde sagen, was weg ist und das ist ganz wesentlich, das darf man nicht unterschätzen, ist Vertrauen. Das Vertrauen der Gesellschaft untereinander, das sozusagen das Bindegewebe ist, damit alle gesellschaftlichen Schichten untereinander kooperieren. Wir brauchen uns ja alle gegenseitig. Das 1% braucht auch die 99%. Wann ist dieser Kitt, würde ich das jetzt mal nennen, ja, dieser gesellschaftliche Kitt, der alles irgendwie zusammengehalten hat, wann ist der abhanden gekommen, wann bröckelte das? Das ist poröser geworden mit der Zeit, auch durch die Medien. Das Internet hat dazu entscheidend beigetragen. Wir haben sozusagen Botschafter, nicht nur die zentralen Hauptmedien, sondern jeder konnte ja demokratisiert durch die demokratisierten Medien zu dem Nachrichtenprozess beitragen. Und es gibt einen US-Security-Advisor, der schon vor ein paar Jahren gesagt hat, wir werden sehen das Erwachen der Massen, weil die Massen sind besser informiert und sie realisieren dieser Abstand zwischen den gesellschaftlichen Schichten. Überlegen Sie, das Land zu verlassen, wenn Trump tatsächlich Präsident werden sollte? Ich würde gerne hier bleiben, aber wenn er tatsächlich drankommt, muss man darüber nachdenken. Man muss schauen, was passiert. Wie passt das alles zusammen? Professor Reich fordert in seinem Buch Rettet den Kapitalismus. Ist das die Lösung? Was denken Sie, wie wird das Amerika der Zukunft aussehen? Ihr Buch ist ziemlich düster. Nein. Doch, ich finde schon. Nein, ich bin durch und durch optimistisch. In den 60ern hatten wir schon verstanden, dass wir dringend was ändern müssen, da Frauen und Afroamerikaner Bürger zweiter Klasse waren. Wir beschlossen ein neues Grundgesetz, das Stimmrecht wurde erweitert und wir nahmen das Problem der Altersarmut ernst. Das war damals ein Riesenproblem, auch was die Krankenversicherung anging. Das war alles sehr wichtig. Der Gesellschaft war klar, dass Änderungen geschehen mussten, sogar unter Richard Nixon. Und nun brauchen wir wieder eine Reform. In den nächsten 8 bis 10 oder 12 Jahren müssen wir fundamental etwas ändern. Eine Alternative dazu ist schlichtweg nicht akzeptabel. Weil es in autoritären Populismus und einer Form des Neofaschismus ausarten könnte. Ich will damit sagen, unsere Demokratie, unsere Art zu leben, unsere Führungspositionen in der Welt sind gefährdet. Der 11. September 2001 hat nicht nur bei den Amerikanern tiefe Wunden gerissen. Der Terrorangriff erschütterte die gesamte westliche Welt in ihrem Glauben und in ihren Werten.
Was geht Ihnen an diesem Ort durch den Kopf? Ich finde es sehr gelungen. Ja? Hier können wir über das Vergangene nachdenken. Ein guter Ort zum Erinnern. Ja, definitiv. Es ist ein guter Ort zum Erinnern. Aber hier hat auch alles angefangen. Der Krieg gegen den Terror. Ja, und der 11. September war für viele von uns der Hauptgrund, in den Kampf zu ziehen, unser Land zu verteidigen. Das war der Grund, zur Navy zu gehen? Ja. Wir müssen uns schützen. Jemand muss es tun. Wären Sie auch bereit, in diesem Kampf zu sterben? Oh, ja, klar. Ich gebe alles für mein Land. Ich bin immer da, wenn ich gebraucht werde. Aber Sie sind noch so jung. Ich habe Frau und Kind. Ich will, dass Sie sicher sind, dass Sie in einem sicheren Land leben. Ihr seid so jung. Ihr habt noch alles vor euch. Die werden das verstehen. Sie werden es verstehen, warum ich hier bin und das tue. Ihr seid so jung. Ihr habt noch alles vor euch. Ja, aber ich gebe mein Leben gerne, wenn ich das anderer schützen kann. Was sagen Ihre Eltern dazu, dass Sie sich für die Navy entschieden haben? Meine Eltern unterstützen mich sehr. Ihnen ist klar, dass ich eine ehrenvolle Aufgabe habe. Ich kann entweder beim Militär bleiben oder später aussteigen und von den Zuwendungen eine erfolgreiche Zukunft aufbauen. Ich muss nicht für das College zahlen und nicht für die Schule meiner Kinder. Ich denke, das ist eine gute Aussicht. Die Weltmacht Amerika ist kriegsmüde. Die Erfahrungen des letzten Irak-Einsatzes haben Spuren hinterlassen. Eine politische Lüge, für die viele Amerikaner ihr Leben ließen oder traumatisiert zurückkehrten. Der 11. September war für viele Amerikaner ein Wendepunkt in ihrem Leben. Auch für Garrett Rappenhagen. Er kämpfte im Zweiten Irakkrieg als Scharfschütze der US Army. Wir haben uns am 15. Jahrestag des Terroranschlags am World Trade Center am Memorial verabredet. Doch die Gedenkstätte ist weiträumig abgeriegelt. Keine Chance, hinzukommen. Das ist ein sehr wichtiger Ort für Sie, oder? Als ich nach einem Einsatz zurück nach New York kam, habe ich die Zerstörung gesehen. Damals war das Memorial noch nicht fertig, es wurde noch ausgehoben und es waren bloß zwei riesige Löcher im Boden. Nach meinem Einsatz im Irak, da fing man gerade mit dem Wiederaufbau an. Als ich das sah, ging mir das sehr nah. Wenn das alles hier nicht passiert wäre, dann wäre Ihr Leben völlig anders verlaufen. Das ist absolut richtig. Ich wäre niemals in den Krieg gezogen und niemals in den Irak gegangen. Was war Ihr Auftrag? Meine Mission war es, Terroristen zu töten, Demokratie zu bringen und Massenvernichtungswaffen zu finden. Und währenddessen immer weiter zu töten? Ja. Wenn Sie heute hier sind, schauen Sie da nach Ihren Kollegen, ob sie oben auf den Gebäuden postiert sind? Ich habe schon auf die umstehenden Häuser geschaut, ob ich welche sehe. Aber die haben sich heute gut versteckt. Aber ich denke, sie sind da oben, sicher. Sie sind sich sicher? Ja. Als Sie aus dem Irak zurückkamen und sahen, was hier los ist, das riesige Loch, die Zerstörung, hatten Sie das Gefühl, es war richtig, als Scharfschütze in den Irak zu gehen? Nein, ich dachte nie, dass es richtig war. Tatsache ist, schon während ich 2004, 2005 im Irak war, veröffentlichte der US-Senat einen sogenannten 11. September-Report, der besagte, dass es keinerlei Verbindung zwischen dem Irak, Saddam Hussein und dem 11. September gab. Ich war traurig und ein bisschen verärgert, dass man mich dorthin geschickt hatte. All diese verschwendete Energie, Truppen in den Irak zu senden, dass man damit so gespielt hat, als fälschliche Reaktion auf die Attacke des 11. September. Ich war richtig sauer. Als ich das erste Mal zurückkam, und mittlerweile bin ich seit 10 Jahren raus aus dem Militärdienst, ich war stinksauer.
Hätte ich mich damals nicht der Antikriegsbewegung angeschlossen, ich hätte das wahrscheinlich nicht überlebt. Ich war so aufgebracht, ich war kurz davor, was Dummes zu tun. Mit aller Leidenschaft für meine Überzeugung wäre ich entweder im Gefängnis gelandet oder getötet worden. Hatten Sie solche Gedanken? Ich wollte mich rächen. Ich hatte das Gefühl, dass George W. Bush und seine Regierung mich töten wollte. Ein Jahr lang hatten sie mich als Werkzeug benutzt, um ein fremdes Land zu zerstören. Ja, definitiv, ich wurde betrogen, wirklich betrogen. Ich habe diese Gefühle immer noch. Ich kann sie aber mittlerweile in positive Energie umwandeln. Ich engagiere mich für soziale Gerechtigkeit und kümmere mich um das Wohlergehen meiner Kriegskameraden. Ich habe eine neue Aufgabe. Was hat sich nach dem 11. September in Amerika verändert? Was meinen Sie? Ich denke, wir haben Angst. Durch den 11. September sind wir eines der ängstlichsten Länder der Welt geworden. Und wissen Sie was? Es wird schlimmer und schlimmer, jeden Tag. Und die populistische Rhetorik unserer Politiker macht es auch nicht besser. So ist das, verstehen Sie? Ich sehe heute Polizisten auf den Straßen New Yorks, die sind besser bewaffnet als ich damals im Irak. Die sind besser ausgerüstet als wir damals im Krieg. Im Irak. Und wozu? Gegen andere amerikanische Mitbürger? Man lässt uns am 15. Jahrestag von 9/11 nicht hin zur Gedenkstätte? Wenn diese Sicherheitsabsperrung nicht die blanke Ironie ist. Das bewirkt eine Art Extremismus in Amerika, der besagt, wir müssen mehr und mehr unsere Freiheiten opfern, um sicher zu leben. Werden Sie wählen? Ja, selbstverständlich. Es fällt mir schwer, nicht Hillary zu wählen mit Trump als Counterpart. Hillary Clinton hat damals für den Krieg gestimmt und damit geholfen, meine Freunde zu töten und Irakis zu verletzen. Ich kann mich nicht vor die Wahlurne stellen mit dem Gefühl, dass die Seelen meiner verstorbenen Freunde über meine Schulter schauen. Also werde ich nicht für Hillary stimmen. Ich denke, dieses Land braucht mehr politische Parteien. Dieses Zwei-Parteien-System zerstört unser Land. Wir müssen uns mit unserem Gewissen dagegen stellen, wählen und für dritte Parteien stimmen. Ist das immer noch Ihr Amerika? Tja, das wird es immer sein. Das ist der Grund, warum ich hier noch lebe. Ich kenne Amerikas Schwächen und ich bin nicht der Typ, der schwarz-weiß malt, sondern der an den Lösungen mitarbeiten will. Ich bleibe und ich arbeite daran, Lösungen zu finden. Und noch was, ich merke, dass Menschen überall auf der Welt darauf hoffen, dass Amerika sich ändert, weil wir so einen großen Einfluss auf ihr Leben haben. Wie tief ist die Wunde wirklich, die der 11. September in Amerika geschlagen hat? Die Auswirkungen des 11. September waren unkalkulierbar. Wir erleben heute noch den Nachhall. Der 11. September war wie Pearl Harbor 1941. Es war unvorstellbar, dass so etwas passiert. Wie konnte das sein? Das ist so ein Moment in der Geschichte, in dem Menschen große Opfer bringen, sich für ihr Land opfern. Oder wo ein solch einschneidendes Ereignis die Menschen in Wut und Vorurteile stürzt. Im Herzen des Big Apple, der Times Square. Hier feiert sich Amerika 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Wer es hier schafft, schafft es überall. Alles scheint möglich, alles ist greifbar, zumindest für einen kurzen Moment und an diesem Ort. In der Upper East Side Manhattans treffe ich die Musikerin Consuelo. Sie trägt einen der Nachnamen, der der Inbegriff für den amerikanischen Traum ist: Vanderbilt. Lassen Sie uns über Ihre Schuhe sprechen. Oh, hallo. Ist das wirklich Python? Ja, ist es. Das ist ja schrecklich. Haben Sie Angst? Ich habe richtig Angst vor denen.
Sind die teuer? Ja, sehr. Wie viel? 900 US. Es gibt einige Menschen in New York, die sich solche Schuhe leisten können, oder? $900. Es sind eben italienische Schuhe. Das ist der Unterschied. Sie sind ein Unikat und sehr gut verarbeitet. Wissen Sie, ich bin eine gute Geschäftsfrau. Sie sind so bequem. So wie diese Schuhe gefertigt wurden, diese Details, da kann ich aus Überzeugung sagen, ja, ich zahle dafür. Ich würde. Weil Sie könnten. Ich, oha. Ja, wenn ich hart arbeite. Ich verstehe. Oh ja. Denken Sie manchmal, das ist ungerecht? Ich habe eine junge Frau getroffen. Sie wohnt in einer kleinen Wohnung in Baltimore. Oh ja. Und sie bezahlt $800 monatlich für ein kleines Zimmer. Mehr ist das nicht. Wow. Fast so teuer wie ihre Schuhe. Ja, es ist erschreckend, wenn man das aus dieser Perspektive sieht. Das denke ich auch. Das ist nicht fair und es gibt eine riesige Lücke. Ja, das passt nicht zusammen. Ich denke, niemand kann sich mehr leisten, das zu übersehen. Wir können unsere Augen nicht mehr verschließen und Nein, Nein, Nein sagen und abwarten, was passiert. Ich denke, wir leben in wirklich gefährlichen Zeiten. Ich arbeite viel in Europa, es ist beschämend. Die Menschen dort schämen sich für uns, sie können nicht glauben, in welcher Situation wir uns vor den Wahlen befinden. Und das macht mir Angst. Wie konnte es bloß so weit kommen? Ich frage das immer wieder. Ist das noch Ihr Amerika? Was meinen Sie? Das ist eine schöne Frage. Ist das noch Ihr Amerika? Nein, ist es nicht mehr. Ich denke, wir existieren zwischen Social Media und der Realität. Die sozialen Medien dominieren unsere Wahrnehmung, das, was wir für wahr halten und wie wir unser Leben führen. Das ist schrecklich. Wir sind so weit entfernt von allem, was echt und wahrhaft ist. Wir müssen alle sehr hart arbeiten für unser Geld, um den Wert auch schätzen zu können. Ihre Familie ist sehr vermögend, richtig? Ich bin eine Vanderbilt in der 7. Generation. Cornelius Vanderbilt ließ sich damals $100 von seiner Mutter. Tatsächlich? Mhm. Wozu? Er hatte eine einfache Idee. Ein kleines Schiff, mit dem wollte er Waren importieren und exportieren. Es war zwar nur ein sehr kleines Schiff, aber damit hat alles angefangen. Seine Mutter machte ihm einen Vorschlag. Er sollte ihr etwas im Haus anfertigen, sich so die $100 verdienen. Aber sie setzte ihm eine sehr kurze Frist. Er musste all seine Freunde mobilisieren und sie schafften es. Diese $100 vermehrte er in einem Jahr zu $1,000. Und Jahre später war er Cornelius Vanderbilt, der reichste Mann Amerikas und später der reichste Mann der Welt. Hand aufs Herz. War er ein Tyrann? War er ein Besessener? War er ein Visionär und ein Kämpfer? Ja. Und das war der Anfang des American Dream. Verstehen Sie, was ich meine? Ich sprach gestern mit einer Finanzexpertin. Sie bewegt sich in den elitären Finanzkreisen. Und sie sagte mir, dass die Superreichen inzwischen wirklich Angst vor Aufständen haben. Sie sagte mir, die Geldelite habe ihre Flucht schon vorbereitet, mit Privatjets und Ländereien, weit weg von den USA. Die seien wirklich beunruhigt, weil die Menschen wütend sind, einen Hass auf die Profiteure des Systems haben. Diskutieren Sie so etwas auch in Ihrer Familie? Ja, wir diskutieren das unter Freunden. Viele überlegen sich, nach Kanada zu ziehen, wenn es sich zuspitzt. Kanada ist neutral, da will man dann sein. Ja, diese Gedanken sind ziemlich weit verbreitet. Aber im Alltag vergisst man das. Ich habe Freunde, die unterstützen Hillarys Kampagne. Unterstützen sie finanziell, kennen sie gut. Und ich habe Freunde, die kennen Trump und seine Familie. Ich habe das Glück, beide Seiten als Insiderin zu erleben und das dann mit der Medienberichterstattung zu vergleichen. Mir persönlich macht das keine Angst. Ich mache mir aber große Sorgen, was passieren könnte. Wenn wir die Spannungen ignorieren und uns nicht engagieren, weil ich, ehrlich gesagt, ich habe mich noch nicht entschieden, wen ich wähle. Ich weiß es nicht.
Und das ist die Wahrheit. Ich weiß es nicht. Ich weiß tatsächlich nicht, für wen ich stimmen werde. Tatsächlich? Ich weiß es nicht. Wieso nicht? Das erstaunt Sie, die Augenbrauen gehen hoch. Diese Wahl, was denken Sie grundsätzlich darüber? Ich denke, keiner von den beiden ist der richtige Kandidat. Keiner. Es gibt Kräfte in der amerikanischen Politik, die sich gegen das Establishment stellen. Sie machen klar, wir wollen keine eingefahrene Politik mehr. Wir möchten nicht für ein politisches und ein wirtschaftliches System stehen, was gegen das Volk ist. Das klingt nach einer beunruhigenden Mischung. Ja, das sind Zutaten für einen großen Aufstand gegen die Eliten, das Establishment. Und diese Bewegung wird nicht einfach verschwinden, auch wenn Trump weg ist. Die Gründe für das Aufbegehren des Volkes bleiben bestehen. Wenn jemand vom Mars hier landen würde und sich Trump anschaut, seine Karriere der letzten 20 Jahre, die Marsianer würden sofort sagen, der ist Teil des Establishments. Trump sitzt da mittendrin. Aber er hat es geschafft, einen Teil der Amerikaner glauben zu machen, dass er das nicht ist. Und Trump wächst mit ihrer Wut und ihren Ängsten. Amerika. Das war auch für mich einmal das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Getragen von der Vorstellung, dass jeder eine Chance hat, etwas aus sich zu machen. Es war das große Versprechen von Freiheit und Abenteuer. I seen myself with a dirty face. I cut my luck with a dirty ace. I leave the light on. Doch große visionäre Projekte, die alle stolz machen, gibt es nicht mehr. Die modernen Erfolge im Silicon Valley sind die Erfolge Einzelner, nicht die einer ganzen Nation. Die Amerikaner gewannen den Wettlauf zum Mond und die Welt staunte. Für Generationen war Amerika der Sehnsuchtsort schlechthin. Das Space Shuttle im Visitor Center in Houston, Texas, wirkt fast wie ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das hier sehen? Ich denke, das ist ein Wunderwerk der Technik. Die Vorstellung, dass dieses Space Shuttle in die Atmosphäre steigt, dort seine Runden dreht und wieder sicher zur Erde zurückkehrt, das ist erstaunlich. Solange es nicht anfängt zu brennen. Meistens klappt es glücklicherweise. Ist das das vergangene, glorreiche Amerika? Zurzeit ja, das ist Vergangenheit. Das ist auch gut so. Wir haben jetzt Privatunternehmen, die sich da engagieren, wo die Regierung das Interesse verliert. Die Privaten haben die Leidenschaft, das All zu entdecken, den Weltraum zu erforschen. Ist Amerika als Land zu schwach für so etwas? Nein, nein. Was das angeht, nein, das denke ich nicht. Ich meine aber, dass die amerikanische Bevölkerung das Interesse am Weltraumprogramm der NASA verloren hat. Die Kosten dafür fallen gar nicht großartig ins Gewicht, nur ein kleines Stück vom Bundeshaushalt. Ich würde mir wünschen, es wäre mehr. Mich enttäuscht, dass da nicht mehr investiert wird. Besonders, wo so viel Geld für andere Länder ausgegeben wird. Wir könnten hier mehr Geld gebrauchen. Auch für die Forschung. Wie hat sich Amerika im Laufe Ihres Lebens verändert? Ich vergleiche mich gerne mit meinem Vater, besonders was die Gehaltsentwicklung der letzten Jahre angeht. Für meine Generation ist es härter geworden. Wir haben es schwerer. Und die nächste Generation? Oh, für die nächste Generation ist es tatsächlich noch schwieriger. Ich gehöre zu Generation X. Wenn ich aber an die Millennium-Generation denke, die müssen ja alle mindestens einen College-Abschluss haben. Danach sind sie hoch verschuldet, das ist der Wahnsinn. Und parallel steigen die Löhne nicht mit den Lebenshaltungskosten. Das macht das alles noch schwieriger.
Noch vor 5 Jahren gehörten sie ganz selbstverständlich zur Weidelandschaft von Texas dazu. Ölpumpen. Doch der Verfall des Ölpreises machte viele unrentabel. Die 16 Millionen Rinder, die in Texas grasen, sind inzwischen die deutlich bessere Investition. Hier lebt Steve. Er hat sein Land noch an Ölbohrfirmen verpachtet und gönnt sich inzwischen einen ruhigen Lebensabend. Finden Sie, dass die amerikanische Gesellschaft schwach ist? Ja. Ich finde, wir haben an Kraft verloren. Aber das wird sich bestimmt ändern, wenn wir so einen wie Trump haben. Ich denke, dass Trump Amerika verändern will. Und er braucht kein Geld mehr. Er ist schon reich. Also wird er da nicht sitzen und sich Gedanken machen, wie er seine Taschen voll bekommt. Was weiß ich. Alle sagen, dass jeder Politiker, jeder Abgeordnete oder was auch immer für ein politischer Posten, die machen sich nur die Taschen voll. Die verlassen das Amt als Millionäre. Daher machen die auch nichts, was gut für Amerika ist, sondern gut für sie selbst. Ja, unsere jetzigen Politiker, die sind nicht viel anders als sie. Ich behaupte mal Diktatoren. Wenn man sich das genau anschaut, weißt du, wir nennen das Demokratie, aber in Wirklichkeit ist das hier wie eine Diktatur. Das ist vielleicht eine Sicht der Dinge, aber vielleicht ist auch Donald Trump der nächste Diktator. Ja. Ich denke, wir müssen das jetzt riskieren. Ich denke wirklich, dass Trump gut für Amerika ist. Der Mann, der jetzt den Job macht, Obama, der hasst Amerika. Ich meine, jeder denkt, Obama will, dass wir uns zurückentwickeln. Wir gehen die ganze Zeit schon rückwärts, seit Obama im Amt ist. Was ist Ihre Meinung zum Thema Einwanderung? Ist das ein Problem? Ich habe nichts gegen Einwanderung, wenn sie richtig geregelt ist. Aber wir haben zu viele Einwanderer hier in den USA. Die sind einfach über die Grenzen geschlichen, illegal. Und dann, ich denke, ein großer Teil des Problems ist unsere Regierung. Die will diese Illegalen trotzdem nicht zurückschicken. Die warten einfach, sitzen das aus. Und die Lösung ist dann, lasst uns Amerikaner aus ihnen machen. Wenn man das tut, darf man sich nicht wundern, wenn immer mehr Menschen zu uns kommen. Und ich verurteile diese Menschen nicht. Die wollen bloß ein besseres Leben. Meine Familie stammt aus Polen. Aus Polen? Ja, aus Polen. Und die kamen im späten 18. Jahrhundert. Wie alle damals kamen sie nach Amerika. Damals wollte man Einwanderer. Da war es leichter für sie, amerikanische Staatsbürger zu werden. Aber heute sind es einfach zu viele, die zu uns kommen. Haben Sie eine Waffe? Ich habe eine, ja. Ich gehe niemals ohne Waffe irgendwo hin. Ich habe eine Lizenz. Und wo auch immer ich hinfahre, auch mit meinem Auto, ich habe die Waffe dabei. Ich meine, das gehört zu Texas. Es gibt im Staate Texas 5.700 lizenzierte Waffengeschäfte. Im vergangenen Jahr haben 1 Million Texaner einen Neuantrag auf eine Schusswaffenlizenz gestellt. Ein Rekord, selbst im waffenverrückten Amerika. Die größte Angst vieler Amerikaner ist, dass man ihnen ihr Recht auf Waffenbesitz nehmen könnte. Waffen willkommen und 10% Rabatt für Waffenträger? So lautet zumindest das Angebot an einem texanischen Barbecue-Stand. Sogar der Grillmeister ist bewaffnet. Offenbar sind Waffen hier so normal wie Mobiltelefone. Man hat sie einfach immer dabei. It's been a living as a matter of fact.
I get a bad attitude from being tired and running around. Sie haben ein besonderes Angebot. Ja, wir haben ein Angebot. Wir belohnen die, die hier mit einer Waffe herkommen. Wir belohnen sie mit 10% Rabatt, weil sie Waffenträger sind. Als ich das hörte, dachte ich, es sei ein Scherz. Nein, das ist kein Scherz. Okay, also wurden Sie schon mal bedroht? Mussten Sie schon mal schießen? Ich habe noch nie auf jemanden geschossen, aber mit der Waffe gedroht schon. Ja. Meistens muss man ja gar nicht abdrücken. Meistens, wissen Sie? Kriminelle sind meistens Feiglinge. Feiglinge, die sich ein leichtes Opfer suchen. Die suchen sich kein starkes Opfer. Wenn Sie das hier sehen, wissen Sie, du bist kein leichtes Opfer. Wieso soll ich auf die Polizei warten, wenn ich mich selbst verteidigen kann? Ja, absolut. Trent hat da vollkommen recht. Die Polizei stoppt keine Kriminellen. Die Polizei kommt später und untersucht den Tatort, wenn es vorbei ist. Werden Sie zur Wahl gehen? Ja. Für wen werden Sie stimmen? Das wüssten Sie wohl gerne. Ich glaube, das kann man schon ahnen, wen wir wählen. Ich wähle das geringere Übel, ich meine... Ich weiß nicht, Trent. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. 327 Millionen Bürger in diesem Land und das sind unsere beiden Kandidaten? Ich bin echt enttäuscht. Ja, sehr enttäuscht. Ja. Verstehen Sie, ist das alles, was wir bieten können in diesem Land, diese zwei Kandidaten? Warum mögen Sie Trump nicht? Das habe ich nie gesagt. Ich sage Ihnen was, ich wähle Donald Trump. Aber nicht, weil ich ihn mag. Ich mag vieles nicht, was er sagt. Ich neige zu Trump, nur aus einem Grund, wegen meiner Waffe. Lass es mich klar machen, ich mag nicht alles, was Trump sagt. Geht mir genauso. Ja, richtig. Halten Sie mich nicht für einen Trump-Fan. Ich bin unentschlossen, aber ich weiß, ich wähle nicht Hillary Clinton. Das ist Ihre Wahl und das sind Ihre beiden Kandidaten. Es gibt ja keine Alternative. Unglücklicherweise. Unglücklicherweise. Ist das noch Ihr Amerika, das Amerika aus Ihren Kindertagen? Ist es das noch? Es hat sich viel verändert. Ja. Es hat sich verändert. Ich wurde anders erzogen. Wenn du was willst, musst du dafür arbeiten. Niemand gibt dir was. Und du nimmst nichts, was dir nicht gehört. Wir hatten keine Rechte als Kinder. Wir hatten keine Meinung zu haben. Was Vater und Mutter sagten, war das letzte Wort. Das ist korrekt. Die Dinge haben sich verändert. Wir haben viele aus der jüngeren Generation, die haben keine Moral, keinen Respekt vor sich selbst oder Autoritäten gegenüber. Also nein, es ist nicht mehr das Amerika, wie ich es kenne. Ich bin in den 80ern aufgewachsen. Es ist nicht mehr dasselbe Amerika. Vieles hat sich geändert. Und aus diesem Grund trage ich eine Waffe. And because of those changes, I carry a gun. Um Ihre Frage auch zu beantworten, ja, das ist immer noch mein Amerika. Das ist mein Land und ich liebe es und ich werde dafür kämpfen. Amerika wird sich weiterentwickeln. Es ist sehr interessant für mich zu hören, wie unterschiedlich die Auffassungen sind. Menschen an der Westküste würden etwas ganz anderes antworten auf diese Frage. Und trotz aller Unterschiede ist es interessant zu sehen, dass das hier funktioniert. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Texas ist das patriotische Herz Amerikas. Seit August dürfen Studenten aller öffentlichen Universitäten in Texas mit einer verdeckt getragenen Waffe den Campus betreten. Did I disappoint you? Das soll die Universitäten sicherer machen, mit Revolver ins Seminar. You act like you never had love. And
Ihr habt nun die Erlaubnis, auf dem Unigelände eine Waffe zu tragen. Was sagt ihr dazu? Ich denke da nicht viel drüber nach. Man sieht es auch nicht. Wir dürfen die Waffen ja nur verdeckt tragen. Ich denke ja, im Falle, dass was passiert, wieder ein Amoklauf oder so. Bloß nicht, aber... Ist das der einzige Grund dafür? Ich glaube, der Grund, wieso das hier so normal ist. Wir haben in Amerika viele Amokläufe in Schulen, mehr als in anderen Ländern. Und so dachte man sich, Studenten könnten sich in so einer Situation besser verteidigen, mit der eigenen Waffe sozusagen. Deshalb haben wir die Erlaubnis, hier Waffen zu tragen. Aber man muss 21 sein. Wie alt sind Sie? Ich bin 18. 18? Ja. Also noch 3 Jahre. Ja. Würden Sie gerne eine Waffe tragen? Ich fühle mich manchmal wirklich unsicher. Und wenn ich die Möglichkeit hätte und die Waffe verantwortungsbewusst und korrekt anwenden könnte, ich würde eine wollen. Es gibt hier sehr gefährliche Ecken. Also Sie würden eine Waffe tragen wollen? Ja, das würde ich. Und Sie? Vielleicht. Ich denke nicht gerade zum Gongschlag, wenn ich 21 werde. Aber wenn ich mein eigenes Zuhause habe, meine eigene Familie nach dem College, dann würde ich mir die Lizenz besorgen und eine Waffe besitzen wollen. Für zu Hause, zu meinem Schutz. Aber dass ich jetzt an meinem 21. Geburtstag losrenne und mir eine Waffe kaufe, nein. Warum sind besonders die Texaner so verrückt nach Waffen? Ja, hier gibt es eine Waffenkultur. Texaner werden wirklich nervös, wenn jemand an ihrer Waffengesetzgebung rumschraubt. Dann schreien alle auf. Nein, ihr könnt uns nicht die Waffen wegnehmen. Das ist der 2. Verfassungszusatz. Das ist unser Recht. Naja, ich denke immer, ja, das ist euer Recht. Aber ihr treibt es hier einfach zu weit. Viele denken, jeder sollte eine Waffe besitzen. Allerdings macht es schon Sinn, dass man sich erst registrieren muss, dass man keinen kriminellen Background hat, dass gefragt wird, wieso man meint, eine Waffe brauchen zu müssen. Allerdings können sich Killer einfach so eine Waffe besorgen. Das geht illegal. Da fragt niemand. Du kaufst einfach eine. Aber es ist auch ironisch, weil es ist so einfach, an eine Waffe zu kommen. Man merkt nichts davon, dass es weniger werden. Stattdessen werden immer mehr Möglichkeiten geschaffen, dass du legal eine Waffe tragen kannst. Wenn man zu einer Waffenmesse fährt, da kauft man sich einfach eine und niemand fragt nach der Lizenz. Man muss noch nicht mal so viel Aufwand machen. Du gehst einfach zu einem Pfandleihhaus an der nächsten Straßenecke, gehst rein, sagst, ich brauche eine Waffe. Und viele von denen, die verkaufen dir sofort eine. Die fragen nach gar nichts. Ja, einfach so. Es kommt etwas drauf an. Nicht überall, aber in bestimmten Gegenden schon. Ja, tatsächlich. Auch hier in Houston? Wahrscheinlich ja, in den schlechten Stadtteilen schon. Du kannst Waffenläden überall finden, so wie du eine Fastfood-Kette überall findest. Es ist nicht schwierig, es ist echt einfach. Hier in Houston sind die Menschen eher liberal, gemäßigter, was Waffen angeht. Natürlich nur im Verhältnis zum Rest von Texas. Die Studenten in Texas gehen nicht sofort los und kaufen Waffen, weil sie sie hier jetzt auf dem Unigelände tragen dürfen. Weißt du, ich habe Unterricht hier. Warum brauche ich dafür eine Schusswaffe? Verstehst du, was ich meine? Ja, genau. Ich muss schon für meine Studiengebühren aufkommen. Ich habe echt kein Geld für sowas. Und ich will das Ding auch nicht den ganzen Tag schleppen müssen. Kauft man sich besser ein Fahrrad? Ich hätte gerne eine Sofortbildkamera. Ja, die nimmt die Bilder auf und druckt sie sofort aus. Besitzen Sie eine Waffe? Nein. Niemals darüber nachgedacht? Nein. Es ist eine Illusion zu denken, dass man mit einer Waffe sicherer ist. Eine Illusion, die uns die Nationale Waffenvereinigung verkauft hat. Ich will nicht sagen, dass ich was gegen die Leute habe, die jagen gehen. Aber die Idee, dass du mit einer Waffe sicherer bist als ohne, das ist doch absurd. In so einer komplizierten Gesellschaft wie unsere ist das eine gefährliche Idee. That's dangerous thinking. Philadelphia ist die Wiege der Vereinigten Staaten. Vor 240 Jahren wurde in diesem Backsteinhaus die amerikanische Unabhängigkeitserklärung und später die amerikanische Verfassung verabschiedet. Die Staaten Amerikas wurden hier vereint. Die ersten Worte, wir, das Volk, klingen noch genauso bedeutungsvoll wie damals. Auch wenn das Volk eine gemeinsame Vision verloren zu haben scheint. Nur wenige Kilometer von dem geschichtsträchtigen Ort entfernt zeigt sich
Das Volk hat sich in Gewinner und Verlierer aufgeteilt. Die Mittel- und Arbeiterklasse hat ausgedient. Arbeiter für den Dienstleistungsbereich werden gesucht. Industrie und ungelernte Arbeitskräfte stehen auf dem Abstellgleis. But she had no past. When they shut her down, the Russians moved in. I'm too scared, I'm too scared to even walk on past. Nirgendwo zeigt sich der Abstieg so drastisch wie in Kempten, der offiziell gefährlichsten Stadt Nordamerikas, nur 2 Kilometer von Philadelphia entfernt. Früher war diese Stadt ein wichtiger Industriestandort. Heute macht Kempten Schlagzeilen, weil es die höchste Kriminalitätsrate der USA hat. Armut, Prostitution und Drogen beherrschen das heutige Stadtbild, das früher aufstrebende europäische Einwanderer geprägt haben. I got love in my tummy and a tiny little pain and a 10-ton catastrophe. Das Herz einer jeden Gesellschaft ist doch die Mittelklasse, die Arbeiterklasse. Und genau die hat es erwischt. Wann fing dieser Abstieg an? Das ging schon in den 70ern und frühen 80ern los. Da sanken die Einkommen der normalen Arbeiter in den USA. Der Wirtschaft ging es jedoch besser und besser. Die amerikanische Wirtschaft wuchs beständig. Aber die Gewinne dieses Wachstums, davon profitierte nur die Spitze. Ich möchte niemanden dämonisieren oder anprangern, aber der Elite ging es besser als je zuvor, ohne dass jemand das unmoralisch oder falsch empfunden hat. Tatsache ist, dass sich unsere Wirtschaft fundamental in ihrer Struktur geändert hat. Veränderungen wie Globalisierung, technologischer Fortschritt und drittens und sehr wichtig, eine neue Gewichtung, was die Beziehung zwischen Reichtum und politischer Macht betrifft. Die Reichen sind diejenigen, die die Regeln bestimmen. Sie müssen verstehen, über viele Jahre konnten die Bürger diese Veränderungen ganz leicht ignorieren. Das heißt, man arbeitete einfach härter und härter? Ja, man arbeitete mehr und mehr. Und in 2008 platzte die Immobilienblase. Die Hauspreise stiegen ins Unermessliche. Wenn du ein Haus hattest und etwa 2/3 aller Amerikaner besitzen eins, konntest du den steigenden Wert deines Hauses nutzen und es beleihen oder refinanzieren. Das Haus war wie ein Sparschwein. Das alles zerbrach 2008. Das war der Moment, wo viele Menschen kapierten, dass sie über ihre Verhältnisse lebten. Sie verstanden plötzlich auch, dass diese Welt nur ein willkürliches Konstrukt ist, wo die Banken immer gewinnen. Denn die wurden 2008 gerettet. Hausbesitzer, die mehr Schulden hatten, als ihr Haus wert war, die wurden nicht gerettet. Viele Menschen verloren ihre Arbeit, ihre Ersparnisse. Und ab diesem Moment änderte sich die Sichtweise der Amerikaner auf ihre Politik. Viele Menschen, die ihr Haus verloren haben, leben nun in sogenannten Trailerparks. Ein Stellplatz nahe der Stadt Kempten kostet um die 400 Euro im Monat. Wer kaum noch etwas hat, der zieht hierher. Man better than you did yourself. Ich bin mit Violet und David verabredet, um zu erfahren, warum die beiden Rentner in einem Wohnwagen ihren Lebensabend verbringen müssen. Oh, man better than you did yourself. Sie beide hatten doch bestimmt mal andere Pläne. Oh ja. Sie haben doch ihr ganzes Leben lang gearbeitet. Ja. Ja, wir hatten auch mal Träume und Pläne. Und dann suchte er nach Arbeit. Was war das für ein Traum? Pensioniert sein? Einfach nur... Als Pensionär, was genau zu tun? Einfach zu Hause zu sein? Nein, wir wollten nur...
Wir hatten keine genauen Pläne, aber die Vorstellung, dass wir gemeinsam im Alter aktiv bleiben, vielleicht noch ein bisschen nebenbei verdienen, vielleicht gemeinnützige Arbeit machen. Wir haben unser Haus verloren, als ich arbeitslos wurde. Ich versuchte, andere Arbeit zu finden, um irgendwie das Haus weiter abzubezahlen, aber irgendwann hatten wir kein Geld mehr. Wir mussten refinanzieren. Das war leider ein Kredit mit sehr hohen Zinsen, die ständig weiter stiegen. Wir schafften es nicht mehr. Wir konnten gerade noch eine Zwangsvollstreckung vermeiden, indem wir einen Leerverkauf machten. Dann mussten wir in eine Mietwohnung ziehen. Das funktionierte finanziell nur ein paar Jahre, aber dann konnten wir uns das auch nicht mehr leisten. Als ihre Mutter dann verstarb und mit dem bisschen Geld vom Haus, haben wir den Trailer gekauft. Wissen Sie, wenn wir hier weg müssen, dann fahren wir jetzt einfach woanders hin. Das hier kann uns niemand nehmen. Das ist unser Plan. Das heißt, Sie haben Ihr gesamtes Leben gearbeitet und stehen jetzt praktisch vor dem Nichts? Ja. Aber was soll's, es muss weitergehen. Wir sorgen uns manchmal, reden darüber, aber meistens schauen wir nach vorne. Sind Sie enttäuscht? Viele sind enttäuscht. Oh ja. Ja, es ist hart. Sehr hart. Aber wissen Sie, es gibt so viele wie uns. Ja, das stimmt. Die so leben wie wir. Und David und ich schätzen uns glücklich, dass wir diese Möglichkeiten noch haben. Wir kennen viele Menschen, die körperlich und oft psychisch gar nicht mehr in der Lage sind zu arbeiten. Ich bin froh, dass wir gesund sind. Ich stehe morgens früh auf. Bin ich freitags todmüde? Ich brülle jeden an. Das kann ich mir vorstellen. Und dann komme ich nach Haus, vergesse all die Strapazen und weiter geht's am nächsten Tag. Und du machst alles so gut du kannst. Ich fahre einen Schulbus. Ich stehe jeden Morgen um 4 auf, präpariere den Bus, fahre zu meiner ersten Abholstation. Dann ist es so 5.45 Uhr morgens. Ich sammle die Kinder ein und wenn das getan ist, habe ich eigentlich frei. Aber nicht wirklich. Ich muss alle wieder nach Hause fahren am Nachmittag. Also, ich habe ein Schlafdefizit. Ich versuche, mich am Wochenende zu erholen. Aber die letzten Wochenenden hat das nicht geklappt. Ich musste auch samstags arbeiten. Und ich bin auch dankbar dafür. Das gibt extra Geld. Aber es ist... Das klingt hart. Es nimmt einem alles. Die Mittelklasse steigt ab, geht unter. Wann fing das an? Ich denke, vor Jahrzehnten. Ich frage mich, wir fühlten es immer. 2000 ungefähr? Als wir alt wurden. Ja, genau. Wir reden über sozialen Abstieg. Sprechen Sie auch mit Freunden darüber? Gibt es in Ihrem Bekanntenkreis ähnliche Probleme? Gibt es auch da Menschen, die ihre Häuser verloren haben? Ja, aber... Wissen Sie, es gibt Eigenarten in der amerikanischen Kultur. Wir kapseln uns ab und vergessen alle anderen um uns herum. Ja, man spricht nicht drüber. Wir hatten eine ganze Menge Freunde, die haben sich dann einfach nicht mehr gemeldet. Ich verlor meine Arbeit. Ich war nie Großverdiener, aber wir konnten nicht mehr mit den Freunden mithalten. Machen, was sie machten. Da wurden wir uninteressant. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Es wurde nie wieder gut, sagen Sie? Wir haben schon ganz am Anfang der Immobilienkrise unser Haus verloren. Erst danach ging es richtig los. Alles kippte. Jegliche Unterstützung brach weg. Wir waren alle verloren. Ich habe einen Freund, der sagte damals, wie könnt ihr es dazu kommen lassen? Ich sagte nur, pass auf, dass es dir nicht auch passiert. Wie kann man sein Haus verlieren? Er hat seins 5 Jahre später verloren. Es traf plötzlich jeden. Wir gehörten bloß zu den Ersten, die alles verloren haben. Aber inzwischen hatten wir ein dickes Fell. Wir wünschten allen nur viel Glück. Was für eine Ironie. Wir haben nun all die leeren Häuser und so viele Obdachlose. Das stimmt.
Das macht alles keinen Sinn. Dieses Land stand immer auf den Grundfesten der freien Meinungsäußerung, Religionsfreiheit. Niemand durfte einem anderen seine Religion aufzwingen. All das geht jetzt verloren. Ist das der Grund für den Erfolg von Donald Trump? Schwer zu sagen. Ich beobachte das schon eine Weile. Und ich habe wirklich Angst, dass Hillary gewinnen wird. Wirklich? Donald Trump braucht einen Schnellkurs in Politik. Aber er hat sehr viel Erfahrung als Geschäftsmann. Und erzählt, was man nicht selbst erledigen kann, dafür sucht man sich Fachleute. Man muss nicht alles wissen. Deshalb macht mir seine politische Unerfahrenheit keine Sorge. Er kann sich Berater holen, kein großes Problem. Was am meisten zählt, ist das, was man im Herzen hat. So wie ich ihn sehe, hat er es. Er ist ehrlich, manchmal auch zu seinem Nachteil. Was ist mit Hillary Clinton? Sie ist fertig. Ich denke, im Laufe der Zeit wurde sie wirklich unaufrichtig. Ich denke, dass sie nicht mehr den Unterschied zwischen richtig und falsch kennt. Was ist nur aus dem amerikanischen Traum geworden? Ein Haus besitzen und all das. Das stellt sich nun als Desaster heraus. Wir können nicht mehr sagen, my home is my castle, nichts mehr. Zahl einmal deine Steuern nicht pünktlich, dann weißt du, was los ist. Zahle deine Schulden nicht pünktlich ab, dann kannst du mal sehen, was passiert. Es ist alles nicht so abgesichert, wie man mal dachte. Was passiert, wenn sie das hier nicht mehr bezahlen können? Dann müssen wir schauen und uns was Neues überlegen. Und das war auch Menschen der Grund, geben nie auf. Man nimmt dir was und du machst trotzdem weiter oder suchst Ersatz. Ich meine, wenn wir müssen, ziehen wir einfach mit dem Wohnmobil um. Fahren woanders hin. Wohin? Wissen wir noch nicht. Aber wir haben das gesamte Land für uns. Dann fahren wir eben an die Westküste. Was macht sie glücklich? Wir machen einander glücklich. Und wir schauen uns um und sagen, schön ist diese Welt, dieser Planet. Da ist er wieder, der Optimismus, der dieses Land so groß gemacht hat. Trotz allem, womit Amerika gerade hadert. Er ist immer noch da, ungebrochen, nur ein bisschen leiser vielleicht. Ist das noch Ihr Amerika? Aber ja, das ist sehr wohl noch mein Amerika. Machen Sie Witze? Ich habe die Freude, wirklich die Freude, jeden Tag mit Menschen im Alter zwischen 18 und 28 zu tun zu haben. Da kann man nicht pessimistisch werden, wenn man diese jungen Menschen um sich hat. Diese Generation junger Amerikaner ist die idealistischste und die engagierteste, die ich je erlebt habe. Nicht nur hier an der Universität Kaliforniens in Berkeley, aber auch an anderen Universitäten, an denen ich lehre, wie die konservative Universität in Chicago oder Texas. Und diese Studenten sind alle wunderbar. Die werden den Mist erben, den wir kreiert haben. Und sie werden eine Lösung finden. Bye.
Das sieht für mich nach einer No-Go-Area aus, auch für die Polizei. Wovon leben die Jungs hier eigentlich? Die haben alle nichts zu tun. Die sitzen und warten auf Ware, auf Drogen. Das ist eine üble Ecke hier. Und wenn sie Weiße im Taxi sehen, denken die automatisch, es sind Kunden auf der Suche nach Drogen. Ist es wirklich gefährlich hier? Es ist extrem gefährlich. Hier kann alles passieren. Was denn? Oh, ganz einfach, eine Schießerei auf der Straße. Quesi erklärt mir, dass Turnschuhe an der Ampel die Reviere der Gangs markieren, die hier längst das Kommando übernommen haben. Ohne ihn würde ich hier nicht aussteigen. Die Häuser stehen alle leer. Ja, alle Häuser stehen leer, alle zugenagelt. Früher lebten hier Familien. Hier haben mal ganz normale Leute gelebt. Quesis Amerika findet normalerweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. It's been a long, a long time coming, but I know the change gonna come. Ich treffe Kira. Sie ist hier aufgewachsen und im fünften Monat schwanger. Kira lebt mit ihrem Verlobten im Ghetto von Baltimore. Ihr Kind soll es einmal besser haben, sagt sie. And I'm afraid to die. Why? I don't know what's out there, yeah, yeah, beyond the sky. Kira und ihr Mann laden mich in ihre 35 Quadratmeter Wohnung ein. I'm fine, how are you? I'm okay, yeah. Yeah. Come on inside. Kommen Sie rein. Change is gonna come. Oh, oh yes it will. So how much? Wie hoch ist Ihre Miete? Ich zahle 800, da ist alles drin. $800? Aber alles ist mit drin. TV, Wasser, Strom, eine Rechnung nur. Es ist trotzdem viel. Das stimmt. Wie hat sich Ihr Leben, wie hat sich dieser Stadtteil von Baltimore in den letzten Jahren verändert? Was war hier los mit Freddie Gray und den Unruhen? Freddie Gray, das war alles verrückt. Die ganzen Leute, die mit ihren Handys gefilmt haben, wissen Sie, die alles ins Netz gestellt haben und rund um die Uhr alles aufgenommen haben. Das war schon extrem, weil es so direkt vor deiner Nase war, wissen Sie? Jeder war plötzlich Reporter. Aber wissen Sie, diese Polizeigewalt, die gab es schon immer tagtäglich. Jedes Jahr ist die Mordrate extrem hoch. Es ist verrückt. Hier wird ja kein einziger Mord aufgeklärt. Dieses Jahr ist schon ein schreckliches Jahr. Wie jedes Jahr. Allein letztes Wochenende gab es hier 20 Morde. Ja, es gab genau 22 Morde letztes Wochenende. Was haben Ihnen Ihre Eltern als Rat mitgegeben? Komm nicht ins Gefängnis. Meine Mutter hat viele Jahre gesessen und mein Bruder wird den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen. For how long? Wie lange? Mein Bruder hat 25 Jahre vor sich. What for? Warum? Es war... Ich denke, er sitzt hauptsächlich wegen Kindesmissbrauch und sowas. Und da waren auch noch andere Straftaten. Er war Gangmitglied, kriminelles Milieu und so. Die Richter haben das dann alles zusammengezogen. Und meine Mama, die saß 19 Jahre im Knast wegen Drogen und Raubüberfällen. For drugs and robbing people. So. Die Panz, die Sie erwähnen, diese Wut über die herrschende Klasse. Genau dort grätscht Donald Trump rein. Trump ist die Kehrseite aller Tugenden, die Obama mit sich bringt. Eine Kehrseite hat auch die ehemalige Industrie- und Hafenstadt Baltimore. Baltimore ist die größte Stadt im reichsten Bundesstaat Amerikas, in Maryland. 63% der Einwohner sind Schwarze.
deren durchschnittliches Einkommen nur halb so hoch ist wie das der Weißen. Es ist die Stadt der traurigen Rekorde. Hi. Wo geht's hin? Können Sie mich zum Freddie Gray Memorial fahren, bitte? Aber gerne. Ist es weit? Nein, es ist nicht weit. 3 bis 5 Kilometer. Verstehe. Interessant, woher wissen Sie das mit Freddie Gray? Sind Sie aus Baltimore? Nein, aus Deutschland. Oh. Und wir alle haben die Bilder der Unruhen in den Nachrichten gesehen. Oh. Die Krawalle in Baltimore waren die Reaktion auf Willkür und Gewalt, die von der Polizei gegen Schwarze ausging. Schon wieder ein Toter. Und schon wieder wurden die Polizisten, die den Tod des jungen Freddie Gray zu verantworten hatten, freigesprochen. Zorn und Wut entladen sich auf der Straße. Wie heißen Sie eigentlich? Ich heiße Kwesi Finn. Kwesi. Ah, ich bin Markus. Schön, Sie kennenzulernen. Gleichfalls, danke Ihnen. Ich bin aus Ghana. Wann sind Sie aus Afrika weg? Und wohin eigentlich? Oh, ich bin schon etwas älter. Ich habe Ghana mit 21 Jahren verlassen. Das ist lange her. Als erstes bin ich nach Deutschland gegangen, nach Hamburg. Oh ja. Sie haben in Deutschland gelebt? Ja, das habe ich. Ich sprach in Deutsch. Okay. So, for how long? Wie lange? Für 2,5 Jahre war ich da. 2,5 Jahre? Ja. Wo genau in Hamburg? In Latin Camp. Latin Camp. Latin Camp. Latin Camp. Latin Camp. Latin Camp. Bei der Salvation Army im Hostel. Heilsarmee. Heilsarmee. Ja. Ich habe Ghana mit $50 in der Tasche verlassen. 50? 50. Sie haben Ihr neues Leben mit $50 angefangen? $50, ja. Alle wollten damals nach Amerika. Alle wollten damals nach Amerika. Ja, wir wollten alle nach Amerika. Ich hörte, dass die Menschen hier glücklich sind. Die hatten tolle Geschichten zu erzählen, dieses Hippie-Leben und all das. Auch Baltimore war einmal ein Sehnsuchtsort für Einwanderer. In Deutschland sagen wir immer, alles ist möglich in Amerika. Wer es wirklich will, der schafft es in Amerika vom Tellerwäscher zum Millionär. Stimmt das oder ist es nur ein Traum? Ja, in Amerika ist das möglich. Es ist aber auch ein Märchen, der nur Einzelne schaffen es. Es ist nur ein Teil der amerikanischen Realität. Kwesi fährt uns immer tiefer rein in die Ghettos von Baltimore. Baltimore wurde 2015 von der US-Drogenaufsichtsbehörde zu Heroinhauptstadt Amerikas gekürt. Die Amerikaner stehen vor der Wahl. Zeit für einen ganz persönlichen Blick auf das Land und seine Menschen. Auf meiner Reise treffe ich Ghettobewohner, Menschen, die ihre Häuser verloren haben, aber auch New Yorker Superreiche und texanische Waffenlobbyisten. Eine filmische Momentaufnahme, ehrlich und ungeschminkt. Das Weiße Haus in Washington.
der Regierungssitz der Vereinigten Staaten von Amerika. Hier wird in wenigen Wochen der neue Präsident einziehen. Doch laut Umfrage misstrauen 3/4 aller Amerikaner ihrer Regierung. Ein neuer Deal muss her und darauf setzen die Wähler 2016. Die Amerikaner wollen ihr Amerika zurück. Doch sie trauen es ihr nicht zu. We are stronger together in meeting the challenges of the future. Und sie trauen es auch ihm nicht zu. We will make America great again. God bless you. Beide Kandidaten spalten das Land. Meine Reise führt mich nach San Francisco. Versuch, einen kurzen Blick in die amerikanische Seele zu wagen, führt zu einer der renommiertesten Universitäten der Welt, nach Berkeley, der University of California. Es werde Licht, ist der hoffnungsvolle Slogan der Uni. Hier bin ich mit einem der Stars unter den führenden Köpfen der Politikwissenschaften verabredet, Professor Robert Reich. Er war Bill Clintons Chefberater in wirtschaftspolitischen Fragen und anschließend sein Arbeitsminister. Wenn die Menschen in Amerika zur Wahl gehen, dann haben sie eigentlich nicht wirklich eine Wahl. Ich habe vor ein paar Tagen darüber nachgedacht. Es gibt eigentlich nur links oder rechts. Leider nicht ganz. Es gibt noch nicht einmal mehr links oder rechts. Früher war das mal so. Sie waren entweder ein Demokrat und glaubten an eine gesellschaftlich gerechte, faire Umsetzung der Politik, oder sie waren Republikaner und vertrauten den sogenannten freien Märkten. Aber nein. Heute sind sie entweder pro oder anti-Establishment, Outsider oder Insider. Bill Clinton sagte kürzlich in einer Rede, die jetzige Regierung und auch der Präsident malten ein unrealistisches, ein viel zu positives Bild von Amerika. Und die Bevölkerung fragt sich zunehmend, wieso ihr Leben so anders ist. Sie empfinden sich nicht mehr als Teil dieser Gesellschaft. Würden Sie das bejahen? Ich denke zunächst, dass Barack Obama einen wunderbaren Job gemacht hat, diese Wut unter Kontrolle zu halten, in so einer schwierigen Zeit. Er hat es geschafft, trotz aller Frustration Haltung zu bewahren. Und das ist sehr wichtig für einen Präsidenten. Allerdings, wenn er mit einem Amerika prahlt, dem es wirtschaftlich immer besser geht, in dem der Wohlstand ständig steigt und die Menschen zusammenhalten, da kann ihm dann kaum noch jemand folgen. Ein Konflikt? Viele Amerikaner sagen, halt, stopp mal, mir geht es wirtschaftlich nicht besser und die Leute um mich herum kämpfen auch alle. Und aus dieser Quelle entspringt dann die Diskussion, wie sie ihre Situation einschätzen. Dann merkt man schnell, wie viel Angst sie haben, wie viel sie sich Sorgen um ihre Zukunft machen. Sie fühlen sich so, als wäre das gesamte Wirtschaftssystem gegen sie, als wäre es manipuliert. Auf der einen Seite des Martin Luther King Boulevards in Baltimore lebt die bessere Gesellschaft. Auf der anderen ist die Armut zu Hause. Überleben ist hier die Hauptbeschäftigung. Hier leben Menschen? Ja, hier leben sie. Das ist deren Zuhause? Ja. Hi. How are you? Wie heißen Sie? Lanny, ich heiße Markus. Dürfte ich ein Foto von Ihnen machen? Ist okay? Okay. Leben Sie das ganze Jahr hier? Ja, das ist mein Zelt. Ich lebe hier inzwischen seit einigen Jahren. Warum denn ausgerechnet hier? Warum hier? Ich mag die leichte, ständige Brise der Autos. Das ist angenehm bei dieser hohen Luftfeuchtigkeit und Hitze. Aber es stinkt und es ist laut. Ja, aber laut ist es doch überall. Es gibt sogar Menschen, die zahlen für Geräte, die dieses Geräusch nachahmen zum Einschlafen. Die müssen das kaufen. Du kennst die Dinger, richtig? Sind Sie glücklich? Ja, ich bin glücklich. Ich würde sogar sagen, ich bin zufrieden. Ich habe gelernt, diesen amerikanischen Traum gibt es nicht.
Du kannst ihn nie leben und wenn du ihm nachrennst, wirst du niemals glücklich. Würden Sie das hier als Lebensstil bezeichnen? Ja, das ist mein Lebensstil. Sie sind also aus freien Stücken hier? Ja, mein freier Wille. Ich könnte auch anders, wenn ich wollte. Obdachlosigkeit bedeutet auch, nicht mit der Realität verbunden zu sein. Das habe ich so gewählt. Funktioniert aber nicht für jeden. Werden Sie zur Wahl gehen? Ja, ich bin ein stolzer, registrierter Wähler. Und wen werden Sie wählen? Die Präsidentenwahl. Ich bin noch unentschlossen. Ich sehe es kommen, dass es Trump wird. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ist es denkbar, dass Sie Trump wählen? Ja, das ist möglich. Trump hat Geschäftssinn. Dem traue ich zu, dass er Amerika wieder auf Spur bringt. Aber ist das immer noch Ihr Amerika, so wie Sie glauben, dass Amerika sein sollte? Ja, das ist mein Amerika. Vielleicht gefällt Ihnen nicht, wie ich mein Leben lebe, aber ich habe das gottgegebene amerikanische Recht, so zu leben, wie ich das möchte. Das ist mir wichtig. Das ist das, was Amerika für mich bedeutet. Dass ich mein Leben so leben kann, wie ich es will, egal ob es Ihnen gefällt oder nicht. Ja, das ist mein Amerika. Lennys American Spirit werde ich so schnell nicht vergessen. Was ist an dem Tag passiert, als Freddie Gray festgenommen wurde? Hat er hier gewohnt? Ja, genau hier. Warum ist er in diesem Polizeiauto gestorben? Was hat die Polizei mit ihm gemacht? Also bei der Polizei gibt es sowas wie einen wilden Ritt. Wenn sie dich bestrafen wollen, packen sie dich in den Transporter, ohne Handschellen, schnallen dich auch im Laderaum nicht an und schleudern dich während der Fahrt zur Wache ordentlich herum. Du knallst im Laderaum hin und her und verletzt dich schwer am Kopf und am Rücken. Sowas ist sehr brutal. Glauben Sie, dass es so war? Ja, das denke ich. Weil es üblich ist, dass die Polizei so etwas hin und wieder macht? In den meisten Fällen, wenn die Polizei jemanden aus dem Ghetto verhaftet, dann machen sie das so. Der Polizei macht das Spaß, wissen Sie? Hier ist das Freddie Gray Memorial. Wir können aussteigen und Fotos machen. Freddie Grays völlig sinnloser Tod durch Polizei. Da waren Sie noch sehr jung. Ja, ich hatte mein ganzes Leben keine Mama. Sie ist jetzt erst wieder aufgetaucht. Dominik ist als Pflegekind im Ghetto aufgewachsen, hat seine Eltern nie kennengelernt. Dominik, was denken Sie über die kommenden Wahlen? Wählen Sie überhaupt oder ist Ihnen das egal? Spielt es für Sie irgendeine Rolle, wer der nächste amerikanische Präsident ist? Ich denke, es ist vollkommen egal. Wir haben ja bloß diesen PR-wahnsinnigen Trump. Und wir haben Hillary. Als Schwarzer bin ich geradezu gezwungen, Hillary zu wählen. Donald Trump, mein Präsident? Bloß nicht. Ich will Donald Trump nicht. Der war in einer TV-Serie ein paar Jahre zuvor und jetzt soll er mein Land regieren? Nein. Nein, ich nehme lieber Hillary. Da ist wenigstens Bill nicht weit. Er ist zumindest im Haus, verstehen Sie? Aber das Volk ist so bekloppt. Die ganze Welt ist ein einziger Beliebtheitswettbewerb. Mit all den sozialen Medien. So hat der Typ tatsächlich eine Chance zu gewinnen. Wir haben über Gewalt gesprochen. Besitzen Sie eine Waffe? No. I would like one. Nein. Aber ich hätte gerne eine. Aber so wie das momentan ist, man ist schnell tot. Die Polizei erschießt Leute einfach. Ich habe das Gefühl, das ist eine Falle. Wissen Sie, was ich meine? Ja, wir haben Staaten, da ist es legal, mit einer Waffe rumzulaufen. Aber so blöd soll ich sein? Ich bin schwarz und 1,95 Meter groß, verstehen Sie mich? Nehmen wir mal an, das wäre hier legal. Die Polizei würde mich als großen schwarzen Mann anhalten. Ich trage eine Waffe, die bekommen Panik. Groß und dann noch mit Knarre, das ist so, als würde ich es wollen, erschossen zu werden. Das sieht so aus, als wollte ich erschossen werden, verstehst du? Dann haben die einen Grund. Was wünschen Sie sich für den Jungen? Er soll viel Sport machen, am besten die ganze Zeit nur damit beschäftigt sein, nicht auf der Straße rumzuhängen, auch wenn das unsere Nachbarschaft ist.
Das ist der einzige Weg, ihn permanent zum Sport zu schicken. Und er braucht uns als gute Vorbilder, wie alles. Es fängt bei uns an. Ich hoffe, dass wir ihm gute Eltern sind, damit er lernt, meine Eltern machen sowas nicht. Das haben sie mich nicht gelehrt und das soll ich nicht tun. Also lasse ich das. Ich sage einfach nein. Wer hat Ihre Ausbildung finanziert? Mein Vater hat mir geholfen. Ist er deshalb nun verschuldet? Das würde ich nicht sagen. Mein Vater zahlt und meine Großmutter und ich zahlen auch die Schulden ab. Ihr Vater ist bestimmt sehr stolz auf Sie, weil Sie erfolgreich und unabhängig sind. Er ist stolz. Von allen Geschwistern bin ich die Erfolgreichste. Ich habe noch einen 15-jährigen Bruder, der wird es bestimmt auch schaffen. Mein Vater ist sehr stolz auf mich. Es war nicht immer einfach, aber jetzt ist er stolz. Ich kann das nachvollziehen. In den USA gibt es so viele Menschen mit Schulden. Ja, Schulgebühren sind kein Spaß hier. Das ist doch mit Sicherheit eine große Belastung für alle. Wie machen die das? Das ist doch wirklich mühsam. Wenn du nicht pünktlich zahlst, ziehen sie es dir direkt vom Gehalt ab. Also entweder kriegst du das hin oder du bekommst einen Vollstreckungsbescheid. Es ist mir beinahe passiert, ich konnte mich aber noch einigen. Ich dachte, dass mein Vater und die Großmutter mein Schulgeld bezahlen. Aber da hatte ich mich geirrt, da waren noch mehr Schulden. Also zahle ich die jetzt alleine ab, weil, weißt du, nichts im Leben ist umsonst. Ist dieses Amerika von heute eine Art Illusion, eine Luftblase? Wenn man die Wirtschaft nur an der Arbeitslosenstatistik misst oder am Bruttosozialprodukt oder ihrem jährlichen Wachstum, das sich verlangsamt hat, aber immer noch stetig weiter steigt, dann könnte man denken, die amerikanische Wirtschaft ist gesund, zumindest besser als die meisten anderen Länder. Aber wenn Sie dann mit den Menschen sprechen und fragen,